damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, es ist wieder soweit. Sehr schön. Stelle einen Vogt ein. Ja, aber wo? Das ist halt so. Geht halt irgendwie noch nicht, ne? Meint Mathilda, wer herzt vor ihn trat. Sie setzt sich schon hin. Delfin. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Tja. Quest erledigt, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was ihr hier. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich sammle das mal hier alles ein, die ganzen Dinge. Ja, wir könnten Holz hacken, ne? Achso, halt, warte. Gehört das. Das deaktivieren wir erst mal wieder. Habe ich hier unten einen aktiv? Hm. Wo ist der? Okay. Stern, da muss ich hin. Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, wir könnten halt rennen, ne? Naja, dann machen wir das. Dann rennen wir zurück und reisen dann mit der Kutsche dahin, damit wir unser Pferd wieder haben. Ich denke, das ist eine gute Sache. Wir müssen damit machen, ne? Wir töten es. Richtig. Und dann essen wir es. Ja, das habe ich dann völlig gegessen. Hätte man vielleicht machen können. Ätzend, ey. Da reibt man hier friedlich durch die Gegend. Boah, Gott. Warum sind hier so viele davon? Ach, sonst nicht. Eigenartig. Na, schon so ein bisschen. Ich frage mich eigentlich, ob es noch irgendwas gibt in Skyrim, was jemand noch nicht entdeckt hat. Irgendwelche Geheimnisse oder so. Ja. Ist eigentlich eine berechtigte Frage, ne? Denn meistens ist es ja so, dass es nach langer, langer Zeit immer noch irgendetwas gibt, was noch keiner entdeckt hat. Mario-Teil zum Beispiel, oder in einem Resident-Evil-Teil. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber Breit schaut mich nicht mal mehr an. Also danke. Eigentlich wollte sie ja das nicht, also sie mochte ihn ja. Doof. Naja, egal.
zurück zur Kutsche. Und wird endlich das Pony wiederbekommen. Wäre schon wesentlich angenehmer, wenn man halt nicht voll beladen ist, ne, und hier so rumrennen kann. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Weg für den Kutscher. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Dämmerstern war das, ne? Ja. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Okay. Sehr schön. Besseres Wetter gibt es nicht. Guck mal, da ist mein Pony. Direkt hier. Ja, da haben wir jetzt mal hier Probleme gehabt. Halt, ich will absteigen. Ich muss diese Frau hier befragen. Wo du bist. Hm? Rede mit mir. Redet. Ich rede mit dir. Ach. Ihr braucht etwas? Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Ja. Hallo. Ich arbeite in der Taverne. Nee, was ist denn dazu? Ich habe meist mit schäbigen Dieben so. Und trunkenen Schlägern. Anscheinend. Wahrscheinlich erinnert man sich an uns. Ja, meine Tochter. Wie kann ich euch helfen? Ihr braucht etwas, meine Tochter. So. Ich beneide euch Reisende. So. Wer nicht von hier ist, braucht ihr ein Zimmer? Keine Sorge. Reisende scheinen keine Albträume zu bekommen. Das ist voll seltsam. So, mal gucken. Hier war ja dieses Ritual. Irgendwas war doch hier. Das ist das Final. Wo ist er denn hier? Die weiße Schale. Bei den Göttern, ich bin müde. Okay, hallo. Ich, wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen, habe ich keine Verwendung für euch. Die Drachen greifen nur an, weil Talos wütend auf uns ist. Sicher? Denn wir haben uns von ihm abgewendet. Sobald wir das Kaiserreich aus Himmelsrand vertreiben, werden die Drachen verschwinden. Denkt an meine Worte. Ja, gute Sache. Die Sturmmäntel sind dazu bestimmt, diesen Kampf zu gewinnen. Talos ist mit uns. Und wenn man mit dem Segen eines Gottes kämpft, ist einem der Sieg sicher. Dämmerstern war in der Vergangenheit schon oft der Schauplatz von Schlachten, die das Schicksal des Kaiserreichs besiegelt haben. Ich hoffe, dass es so bleibt. Wünsche ich dir. Behelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Denk daran. Hallo. Seid ihr wegen der Albträume hier? Meine Bitten an die Akademie von Winterfeste sind bisher nicht erhört worden. Werft einen Blick drauf. Du musst doch irgendwas haben, oder beziehungsweise kann ich dir irgendwas verkaufen? Na, so fährst du nicht, aber ich nehme trotzdem das, was du hast. Und wieder mal ein schöner Tag in Dämmerstern. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfrich Sturmmantel erwartet sie. Dann gehe ich mal. Ich glaube, ihr habt euch wohl verlaufen, Freund. Talos möge euch leiten. Ja, wir aktualisieren mal kurz unsere Karte. Das ist nämlich auch ganz gut. Ich bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Ja, mach das. Mach das. Ich helfe auch irgendwem. Von nämlich mir. Herandur. Ich arbeite in der Mine. Ich kann nicht gut schlafen. Habt ihr Bier oder Met? Nee, leider nicht. Also gut. Diese Träume sind real, das sag ich euch. Real. Ja, ich glaub dir.
Die Leute hier werden immer noch von Albträumen geplagt. Das ist doch nicht normal. Ja, eigenartig, ne? Was ist hier? Rinas Haus. Was ist? Ach, hier ein Archimiker. Mörser und Stößel. Mit dem Mörser und dem Stößel stellt man Zaubertränke her. Nein, erzähl nicht. Kommt doch an die Ladentheke. Gleich. Ich bin gleich bei dir. So. Müssten wir vielleicht doch bald ein Level abschaffen. Jetzt haben wir nichts mehr. Habe ich denn irgendwas, was ich noch kombinieren kann? Ah, was ist denn? Dann können wir doch wieder was verkaufen. Sehr schön. Nein, ich habe kein Mittel gegen einen von meinem Ehemann. Wir gingen oft zusammen hinaus in die Wildnis, um Zutaten zu sammeln. Er nannte mich seine hübsche Wacholderbeere. Für einen Alchemisten ist das ziemlich romantisch. Vor ein paar Jahren hat der Frost den alten Dummkopf erwischt, als er nach dem Ring der reinen Mixturen suchte. Nach seinem Tod fand ich zwar die Ruhestätte des Rings, aber ich bin viel zu alt, um eine Höhle zu erkunden. Oh, nein, wie nett von euch. Wenn ihr mir den Ring bringt, will ich euch gerne einige Lektionen in der Alchemiekunst geben. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Na ja, ich mach so ein paar Sachen hier, ein paar Sachen da. Ja, das ist okay. Wenn ihr diesen Ring findet. Machen wir, machen wir. Junge Dame, warten Sie etwas. Der Frost hat sich meinen Garten vor vielen Jahren geholt. Er war ein guter Mann. Ihr besucht Dämmerstern zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Skald unterstützt Ulfriks Rebellion. Und es gefällt ihm nicht, dass ein paar alte Soldaten in seiner Stadt wohnen. Er ist ein Dummkopf. Ein Drache hat Helgen angegriffen. Dämmerstern braucht das Kaiserreich mehr als je zuvor. Tja. Passt auf euch auf. Das ist ein Schiff. Muss auch mal hingucken. Was ist hier? Oh, da ist noch irgendwas. Oh, wo bist du denn? Ich kann euch zu jedem Hafen entlang der Küste bringen. Wohin wollt ihr? Na, für später. Auf Wiedersehen. Da oben auch noch was zu sehen gewesen. Hier, da. Ja, dann gehen wir hier hoch. Da. Was ist das? Wird auch nicht angezeigt. Ein Leuchtturm, ne? Ich aber nur rein, wenn dies mit Cicero weitergeht, bin ich der Meinung. Ja, ich glaube schon. Oder war das die dunkle Bruderschaft? Was war die dunkle Bruderschaft? War das andere? Waren die Assassinen? Ah, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wer hier was war. Ich glaube, die könnte man auch anheuern. Naja,
Ich werde hier noch so ein bisschen die Aussicht genießen. Das ist eigentlich ein ganz hübsches kleines Dörfchen. Wobei, es ist halt krass von mir. Ja, das ist der Schauplatz von vielen Sachen. Und das wäre hier voll relevant. Und es sind halt eigentlich nur so 3-4 Häuser. Und eine Kneipe und ein Alchemieladen. Und das war es dann auch schon. Und hier leben weniger Menschen als Robben. Also von daher, naja, gut. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen.